Diese Sendung wird dir präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Marc, ich weiß nicht, ob das da mal gleich die Frage an dich gerichtet, Runde 23, Oscar Piastri mit seinen ersten Führungsrunden im Rennen. Nimmst du das als Fahrer irgendwo wahr oder eher weniger? Bist du da so drauf fokussiert, dass du da im Rennen irgendwie vorankommst? Und er hatte ja mit seinem Teamkollegen, mit Lando Norris, ja auch genug zu kämpfen gehabt. Nimmst du das trotzdem wahr? Ja, natürlich. Natürlich, du weißt zwar, dass es ja nicht real ist. Du führst zwar das Rennen an, aber die anderen haben schon Reifen gewechselt. Auf der anderen Seite ist das ein Gefühl für einen Fahrer, wenn er vor sich nur noch die Strecke sieht und keine Gegner mehr, dass er sagt, so muss es sein. Das ist, was ich will. Ja? Also es ist für die Moral trotzdem gut. Wenn wir gerade schon diese Bilder da sehen, dann sehen wir ja auch schon, Runde 24 in dieser Hinsicht war es, die Berührung zwischen Lando Norris und Oscar Piastri 2, die sich heute, Marc, im Rennen wirklich nichts geschenkt haben. Und es gab ja dann diese Berührung, man hat es ja dann auch notiert von den Rennkommissaren, Course and Collision, gab dann aber auch keine Strafe, zu Recht aus deiner Sicht? Ja, weil nichts passiert ist. Ich finde auch immer, wenn keiner einen Schaden davon trägt, dann braucht es auch keine Strafe. Ja? Weil wir haben ja schon genug Strafen für unfaires Verhalten. Aber wenn zwei sich berühren, braucht ja immer zwei dazu, muss man auch sagen, dann sollte man keine Strafe aussprechen, wenn beide weiterfahren können und nichts passiert ist. Weil wir wollen ja Fights sehen, ja, das wollen wir ja. Jetzt gab es ja bei McLaren aber auch so, wie ich gehört habe, so diesen Nicht-Angriffspakt, dass man quasi sich nicht gegenseitig die Plätze streitig macht, sondern dass man eher miteinander fährt. Und dann hat man die beiden, ich sage einfach mal, Rennen fahren lassen. Was aus deiner Sicht ist besser, dass es so diesen Nicht-Angriffspakt zu Beginn des Rennens gibt? Oder hätte man sagen sollen, okay, ab der ersten Runde fahrt Rennen, so wie es der Zuschauer sehen will? Also man muss bei der ganzen Geschichte auch noch sagen, dass McLaren den Piastri unfair behandelt hat. Er lag vor Norris, aber Norris durfte die Reifen zuerst wechseln. Und der Undercut hat in Monza extrem gut funktioniert. Wer die Reifen zuerst wechselt, hat einen riesen Vorteil. Das heißt, er konnte dann die eine Runde, wo er frische Reifen hat, schneller fahren als der andere, der auf den alten Reifen war. Warum man Norris bevorzugt hat, ist für mich schon ein verstecktes Stallregime. Das hatten wir erst vor zwei Rennen oder vor drei. Beim vorletzten Rennen hatten wir das auch schon mal mit dieser versteckten Stallregie, wo Jost auch noch dabei war, wenn du dich noch recht erinnerst. Beim vorherigen Rennen, das müsste, glaube ich, dann Ungarn gewesen sein, wenn ich richtig liege. Da hatten wir das auch schon. Warum macht man das? Warum bevorzugt man Norris? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man nimmt auch einen Norris ganz anders am Funk wahr. Der reagiert auf Funksprüche mittlerweile ganz anders, als hätte man dieses Gefühl, als würde er quasi so ein bisschen zeigen, er ist der Führer im Team und er will es auch so ein bisschen seinem Teamkollegen, seinem Neuen zeigen. So nach dem Motto, hier, ich bin die Nummer 1 im Team und du bist nur die Nummer 2. Es ist schon richtig, dass man wenn es hart auf hart geht, eben auf die Nummer 1 setzt. Und die Nummer 1 ist logisch Lando Norris. Weil wir haben ja das Gegenteil erlebt, als damals Lewis Hamilton ins Team kam bei McLaren. Und das war der Neuling. Und er war plötzlich schnell. Und dann hat man plötzlich gesagt, Mensch, der ist so gut, jetzt setzen wir auf den Lewis Hamilton. Bis er dann irgendwie bei der Boxeneinfahrt neben die Piste geriet und dann den WM-Titel verschenkt hat. Das heißt, wenn du auf Nummer sicher gehen willst als Team, gerade als McLaren-Team mit der Erfahrung, dann musst du sagen, wir setzen auf den Altbewährten und im nächsten Jahr können wir dann schauen, wenn der mal ein Jahr hinter sich hat, auf wen wir setzen werden. Aber im Moment gebe ich McLaren recht, sie haben auf den gesetzt, wo sie wissen, der bringt die Leistung auch ins Ziel. Gucken wir mal in die 41. und 42. Runde, gab es ja auch einen Vorfall zwischen Oscar Piastri und Lewis Hamilton. Eine Berührung gab es dann auch, wenn man sich die Bilder mal dazu anschauen. Man hat schon auch gesehen, Marc, Lewis Hamilton, das hat er später ja auch zugegeben, hat Piastri da überhaupt gar keinen Platz gelassen. Nein, Lewis Hamilton hatte das Gefühl, ich bin schon vorbei, aber da war noch das Vorderrad von Piastri. Und er hat ihn ganz einfach abgeschossen, also abgedrängt.
Und das war ziemlich hart und zum Glück ist da nicht mehr passiert. Ja? Da hätten auch beide draußen sein können. Also das, da war noch Glück im Unglück. Aber das hat der Lewis nicht mit Absicht gemacht, sondern er hat wirklich geglaubt, er wäre schon vorbei. Das ist im Rückspiegel halt schwer abzuschätzen. Gab ja dann auch eine 5-Sekunden-Strafe aus deiner Sicht gerechtfertigt? Ja, das ist das Mindeste, weil der andere hat ja den Schaden davon getragen. Wie gesagt, wenn einer einen Schaden hat dabei, dann muss eine Strafe kommen und der hatte die Strafe durch den kaputten Frontflügel und musste an die Box fahren und deswegen war sein Rennen kaputt und Lewis konnte weiterfahren und hat profitiert. Also muss Lewis bestraft werden. Aber so wirkliche Auswirkungen hatte diese 5-Sekunden-Strafe auf Hamilton ja auch nicht wirklich. Die konnte er dann locker rausfahren. Ja, genau so ist es. Also die 5-Sekunden-Strafe ist natürlich alles relativ. Ja? Aber zumindest ist es psychologisch richtig, ihn zu bestrafen. Wenn es dann im Rennen, wenn es jetzt eine Safety-Car-Phase gegeben hätte, dann wäre die 5-Sekunden-Strafe natürlich ein Riesending gewesen. Ja? Dann wären alle zusammen gewesen, hätte er 5 Plätze verloren. Also man muss immer so, er hat jetzt einfach Glück gehabt. Ja. Aber natürlich schade für Oscar Piastri, für den das Rennen natürlich dann gelaufen war, weil er am Ende dann natürlich außerhalb der Punkte war, musste an die Box kommen, gab einen neuen Frontflügel dann auch für ihn. Und am Ende war es dann auch nur Platz 12, während Lando Norris zwar noch innerhalb der Punkte war mit Platz 8. Aber das, was ich mich gefragt habe, Marc, letzte Woche haben wir auch gesehen, McLaren wieder stark unterwegs gewesen. Jetzt dieses Mal oder an diesem Wochenende hat man dieses Gefühl nicht gehabt. War das einfach eine Strecke, die der McLaren nicht besonders gut lag? Oder woran lag es, dass da die McLaren nicht so eine große Rolle gespielt haben? Wir haben das jetzt schon auf einigen Strecken gesehen, dass der McLaren nicht auf jeder Strecke gut ist, aber grundsätzlich immer konkurrenzfähig. Also wir haben ja bei anderen Teams ja auch solche Schwankungen gesehen. Also nehmen wir Aston Martin, ja. Die haben ja auch so Schwankungen. Das heißt, es ist immer streckenabhängig, ob man gut ist oder nicht. Und in Monza ist es ein spezieller Fall. Monza ist eine Strecke, wo alle mit kleinem Heckflügel fahren, also mit weniger Downforce. Und da gibt es Aerodynamiken von den Teams, also von den Autos, die der Unterboden und all die Antibasen von der Aerodynamik, die dann bei einem Team mit kleinem Heckflügel besser funktioniert, zum Beispiel Ferrari, der hat hervorragend funktioniert mit dem kleinen Heckflügel und andere mit dem kleinen Heckflügel, das waren chancenlos. Also das hängt ein bisschen damit zusammen, das Auto wird konstruiert mit einem gewissen Heckflügel und wenn du dann den wegnimmst und kleiner machst, plötzlich funktioniert die Aerodynamik nicht mehr und ich denke, bei McLaren war das ein bisschen der Fall. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.